sind hier die deutschen Einzelmeisterschaften im Ropeskipping. Wir haben uns mit mehreren Wettkämpfen hierfür qualifiziert und heute ist dann die Qualifikation für die Europameisterschaft. Wir beginnen im Einzelwettkampf mit den Speed-Disziplinen. Das ist 30 Sekunden Ausdauerspeed, geht dann nach Geschwindigkeit. Und da gibt es einen Ausdauerteil, das sind 3 Minuten. Und die Triple Under, das ist ein Dreifachdurchschlag, da geht es nicht nach Zeit, sondern nach der Menge. Dann kommt der Freestyle-Teil, der wird bewertet aus einem Level-Teil und einem Kreativitätsteil. So ähnlich wie beim Turnen. Ja, der Schule ist natürlich das klassische Seilspringen. Das wird natürlich anders bewertet hier. Das hat natürlich einen ganz hohen athletischen Teil, einen hohen konditionellen Teil. Das sieht man ja auch, wenn man zuguckt. Also mein Favorit sind die 30 Sekunden Speed, wo ich halt auch einfach am schnellsten bin quasi. Also ich habe heute den deutschen Rekord in 30 Sekunden Speed geknackt mit einer Zahl von 101. Und das heißt, man ist 202 Mal übers Seil getreten, weil immer nur der rechte Fuß gezählt wird.